Oder? Jetzt hört man mich. Hallo, hallo. Test. Aber warum hört man dich jetzt auf einmal nicht mehr? Weiß nicht. Guck mal rein, der Kanal ist in. Ach ne, der ist hier ein bisschen rot. Oh, ne, da musst du einmal draufdrücken. Was sagt das da? Jo, Test, Test. So, So, jetzt hat jetzt! er Signal. Jetzt! Du hast Soundcheck. gesehen, einmal draufgedrückt, deaktiviert. Kannst ihn ja muten. Ja, das ist halt alles live, ne? So ist das halt. Das ist Tagesschau. Statt Tagesschau gibt es heute live. Immobilien live. Ja, Evgeny ist da, Kevin ist da. Die Namen habe ich schon mal gehört. Von Paul. Ja, guten Abend erstmal von meiner Seite. Ich mache heute Urlaubsvertretung. Ihr wisst ja, mein Schwerpunkt ist das Thema Finanzierung. Ich habe auch schon ein paar coole Sachen sonst schon im Hinterkopf, was man so bekakeln könnte. Natürlich weiß ich jetzt auch viel über Modernisierung und Hausverwaltung. Freue mich natürlich auf eure Fragen. Wie ihr merkt, bin ich ein bisschen erkältet. Habe hier meinen Hustentee. Also müsst ihr mir das schon mal erlauben. Vielleicht muss ich einmal ausschnauben, ein bisschen was trinken. Aber wird schon alles schief gehen. Gut, wie sieht's aus? Ja, Haben wir eine Frage? Fragen haben wir noch keine. Bombenquali Ton jetzt mega, sagte Ah Daniel. ja, okay. Deine Schön. Spieß ist wieder am Start. Wir können uns auch einfach gegenseitig ein bisschen angucken. Thema Finanzierung vielleicht, was sehr, sehr interessant ist und oft gar nicht genutzt wird, ist tilgungsfreie Zeit. Da weiß ich ja gar nicht, ob das jemand schon nutzt als Investor, weil ich sag mal, wenn man jetzt ein bisschen Eigenkapital aufbringt und eine Immobilie kauft, dann geht das natürlich so zu Lasten ja, des EKs. Und da kann man doch bei der Bank einfach auch ein Jahr tilgungsfrei vereinbaren. Und wie gesagt, Tilgung ist ja eh nicht steuerlich relevant und man hat natürlich einen höheren Cashflow. Ja. Holt sich da wieder ein bisschen Kohle zurück. Ich kenne einige Investoren, die das machen und sich dann da über die Schiene halt wieder ein bisschen EK besorgen. Ne? Die haben zwar hinten raus vielleicht ein bisschen mehr Tilgung, aber holen sich dann im ersten Jahr, dadurch, dass sie halt dann nur einen Zins zahlen von 1,2, 1,3%, der ja auch noch steuerlich abzugsfähig ist, holen die sich dann ein bisschen Kohle rein. Ne? Ja, die erste Frage. Ach was. Ja, und zwar Evgeny fragt, Erik, gibt es eine reelle Option für eine 115% Finanzierung oder ist das eher untypisch? Wie gesagt, es gibt Banken, die was machen, gerade auch die APO-Bank, die reine Cashflow-Orientierung nimmt. Ne? Also wenn sich das in der Haushaltsrechnung bedeutet, Lebenserhaltungskosten, Finanzierungsrate, weitere Verpflichtungen, wenn sich das alles trägt, dann ist es der Bank erstmal grundsätzlich egal, weil die wissen, dass ein Arzt oder Apotheker dieses Darlehen immer wieder zurückführt. Bedeutet, die müssen die Sicherheiten gar nicht verwerten. Das Problem bei der normalen Bank, jetzt bei normalen Kunden, ist immer, wenn ich heute ein Darlehen abschließe, sagen wir 100.000 Euro Kaufpreis ist 100% und ich gehe heute pleite, dann stehen ja nicht nur 100.000 Euro zur Debatte bei der Bank, sondern die haben ja sich selber am Kapitalmarkt refinanziert. Das heißt, sie selber haben einen Zinsschaden, den sie irgendwelchen Investoren bezahlen müssen, weil sie ja dieses Geld selber irgendwo einkaufen für ein bisschen weniger Zins und das dann an andere Leute verleihen. Und das dann über die gesamte Zeit, weil sie sich ja auch dann mit der Verpflichtung eingedeckt haben, über 10 Jahre beispielsweise. Verzugskosten, wie gesagt, die Vorfälligkeitsentschädigung, die ich gerade genannt habe. Das heißt, wenn du heute pleite gehst, also heute einen Darlehensvertrag abschließt und heute pleite gehst, dann hast du vielleicht 140.000 Euro stehen dann bei der Bank zur Diskussion, Rechtsverfolgung und so weiter. Das heißt, mit 100% Finanzierung haben wir eh schon ein Riesenrisiko bei der Bank. Deswegen ist es jetzt auch etwas neumodisch, weil normalerweise war es vor ja, knapp 10 Jahren so, dass man kaum 100% Finanzierung gesehen hat, sondern eher so 80%, 90% Finanzierung. Darüber war das dann schon schwer. Und deswegen wird das, also 100% ist eigentlich so das Maximale. Es kann Gründe geben, ne? Du bist ein sehr, sehr guter Verhandler und die Bank hat richtig Bock auf dich. Ja, dass du das durchkriegst. Ja, weiteres Vermögen. Du kannst beispielsweise vielleicht was abtreten, was du nach einer Zeit wiederbekommst. Du kannst 110% finanzieren, aber du musst irgendwas in der Regel mitbringen, wenn du kein Arzt oder Apotheker bist. Ne? So, Evgeny hat noch dazu geschrieben,
Bei tilgungsfreien Zeit, ist das eine Verlängerung des Zeitraums oder ist es tatsächlich ein Jahr frei und dann zum Beispiel statt 10 Jahre Tilgung nur noch 9 Jahre? Naja, also wir müssen da grundsätzlich zwei Sachen unterscheiden. Das höre ich aber oft, das sind so Denkfehler. Und zwar hat ein Darlehen hat eine Laufzeit, kalkulierte Laufzeit zumindest, 35 Jahre. Ja, und unter dem Gesichtspunkt, dem jetzigen Zins, würdest du ein Darlehen in 35 Jahren zurückzahlen. In diesen 35 Jahren sind nur 10 Jahre Zinsfest. Jetzt geht's wieder los. Wir sind wieder da. Sorry für die Unterbrechung. Also ich fange nochmal von vorne an. Es gibt einen Unterschied zwischen Zinsbindung und Laufzeit des Darlehens. Ja, das kann sein, dass ich durch ein tilgungsfreies Jahr natürlich die Laufzeit nach hinten strecke oder sich der Tilgungssatz nach diesem Jahr erhöht, wenn ich die gleiche Laufzeit haben will. Das hat aber nichts mit der Zinsbindung zu tun, weil die Zinsbindung sagt ja nur aus, dass über 10 oder 15 Jahre der Zins gleich ist. Ne? Aber die Laufzeiten werden sich dann schon verändern, klar. Oder der Tilgungssatz. Das sind die beiden Sachen, an denen man halt schrauben kann, um das dann wieder auszugleichen am Ende des Tages. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ne? Wichtig ist ja, ist die Frage, was habe ich mehr? Ne? So, wenn mir jetzt ein bisschen EK fehlt und ich das wieder auffüllen will, dann mache ich das mit der tilgungsfreien Zeit. Weil steuerlich gesehen ist ja die Tilgung nicht ansetzbar, es sind ja keine Kosten. Das heißt, auch da tut mir das ja nicht weh. Ne? Alles klar. Die nächste Frage kommt von Kevin B. Wie sieht es aus, wenn man sich gerade selbstständig macht? Sieht man bei der Bank dann Mist aus und die Chancen auf einen Immokredit sind gering, oder? Ja, gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Das war das Problem ja auch bei uns am Anfang. Ne? Die Banken sagen so, Existenzgründerzeit, es gibt einige Banken, bei denen ist das 2 Jahre, bei anderen, da sind das 3 Jahre, wo man diesen Gründerstatus hat. Heißt aber nicht, dass man nach 4 Jahren Kredit bekommt, weil es müssen auch andere Bonitätskriterien erfüllt sein. Und zwar muss man so ein Minimum eigentlich an zu versteuernden Einkommen haben. Das ist ein bisschen höher als bei Angestellten, weil man ja noch Steuern, Sozialabgaben oder vielleicht irgendwelchen Schwankungen unterliegt. Das heißt, zum Beispiel so eine Deutsche Bank, meine ich, die fängt bei 45.000 zu versteuernden an. Na, und dann ist auch die Tendenz immer wichtig, ja, von den Jahresabschlüssen. Haben wir 30, 40, 50.000 zu Versteuerndes, ne, also jeweils in den Jahren, oder 50, 40, 30, das wäre dann schon ein Problem. Ja, sowas guckt sich die Bank an, da sollte man immer darauf achten, dass man muss keine großen Sprünge nach oben machen, aber man sollte immer eine leichte Steigerung haben, das finden die halt cool. Ne, und es ist dann tatsächlich so, dass man die ersten 2, 3 Jahre allerdings wenig im Immobilienbereich machen kann. Das sollte man vielleicht eher über seinen Partner kaufen oder, ja, ist halt so. Ne? Bei Angestellten geht das halt fix. Ne? Erst eine Gehaltsabrechnung da, aus der Probezeit raus und dann ist gut. Ne? Das ist halt so, da tinken die Banken halt ein bisschen anders. Es ist aber auch ein erhebliches Risiko, wenn jemand einen Gewerbebetrieb gründet. Es ist möglich, bei der Deutschen Bank, glaube ich, einen Businessplan mit einzureichen und dann muss es zu so einer Special-Risk-Abteilung gehen, die dann da eine Genehmigung erstellen können. Aber dass das da Aufsicht auf Erfolg hat, schwierig. Ne? Weil, ich sag mal, nach den 3 Jahren, wenn die Zahlen passen, muss man halt nichts mehr erklären. Alles andere musst du dann erklären. Ne? Ist halt schwierig. Ist wirklich schwierig. Freiberufler sind da nochmal ein bisschen anders zu stellen als Gewerbetreibende. Ne? So, Firmin fragt, wie teuer ist durchschnittlich die Vorfälligkeitsentschädigung? Das ist eine gute Frage. Das gibt es nämlich gar nicht durchschnittlich, weil das von dem Zinsniveau abhängt. Bedeutet, wenn wir zum Beispiel jetzt jemand hat im Jahr 2000 einen Vertrag abgeschlossen, ja okay, das ist ja, zeitraummäßig wird das nicht mehr passen, weil man nach 10 Jahren immer aus allen Verträgen rauskommt. Ne? Also auch mit Zinsbindung von 15 Jahren darf ja ein Immobilienkredit maximal 10 Jahre Laufzeit haben, dann kannst du ihn kündigen von deiner Seite aus, die Bank kann dann nicht raus. Ne? Aber wenn man halt innerhalb dieser 10 Jahre ist, muss man eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen, Punkt 1. Und dann ist immer die Frage, wie sich das Zinsniveau verändert.
Wenn wir jetzt beispielsweise von einem niedrigen Zinsniveau, wo wir ja gerade stehen, zu einem hohen Zinsniveau gehen, kann sein, dass die Vorfälligkeitsentschädigung null ist. Weil, wenn du das Darlehen kündigst und der Bank das Geld zurückbekommst, sie hat sich ja für günstiger Geld refinanziert und kann das jetzt zum höheren Zinssatz verleihen. Das heißt, da entsteht nur ein geringer Schaden. Das Problem ist, wenn das die Bank, ne, sagen wir mal 2014, das Geld für 6% verleihen konnte und jetzt dafür halt nur noch 1% kriegt, ja, dann ist die Vorfälligkeitsentschädigung sehr hoch. Ne, das nennt sich dieser Margenschaden. Deswegen muss man immer gucken, von welchem Zinsniveau gehe ich auf welches Zinsniveau. Was man machen kann, wenn ihr einen Darlehensvertrag bekommt oder ein Angebot bekommt, könnt ihr ins ESIS-Merkblatt schauen und das ist verpflichtend für alle Banken oder Kreditvermittler, die müssen euch das aushändigen. Und da steht auf der vorletzten Seite, ja, das ist die Widerrufsbelehrung, auf jeden Fall davor, steht irgendwo der Passus, wie viel Vorfälligkeitsentschädigung müsstet ihr zahlen, wenn der Zinssatz unverändert ist und wenn er sich nach oben oder nach unten um 1% bewegt. Da stehen die Werte dann drin. Und da würde ich dann immer reingucken, also das ist das ESIS-Merkblatt. Das ist wichtig. Und dann ist das natürlich nur der Stand heute, also man schließt es ab und dann kündigt man. Man kann ja auch nur außerordentlich kündigen, also man kann das Objekt ja eigentlich nur verkaufen. Und da muss man dann halt reinschauen, ja, wie hoch das ist, aber natürlich, wenn ich jetzt schon 5-6 Jahre gezahlt habe, dann ist es natürlich niedriger. Das heißt, man muss es dann immer individuell berechnen. Das ist halt wichtig. Kevin sagt übrigens, danke Erik, du hast mir den Abend versaut. Wieso? Das war doch wegen der Selbstständigkeit. Naja, was soll man sagen? Ich bin es ja nicht. Ne? Aber ich sag mal, die Banken machen sich da nicht die Arbeit, das individuell abzustellen. Weil ich sag mal, rein theoretisch kann ja auch ein Angestellter, das hat ja auch ein Risiko, ja. Also klar muss der die Probezeit durchhalten, aber der kann ja auch von jetzt auf gleich halt arbeitslos werden durch irgendwas anderes, keine Ahnung, ja, berufsunfähig. Aber wie gesagt, Banken tun sich da leicht mit dieser 3-Jahres-Regelung oder auch 2-Jahres-Regelung. Das ist halt wichtig, wenn du selbstständig bist, dass du rechtzeitig dann die Zahlen vorlegen kannst. Also dass du mehr, ich sag mal, wenn du nach 2 Jahren schon die Abschlüsse gleich fertig hast, dass alles geklärt ist, dann kann das auch funktionieren. Ne? Aber ja, muss man gucken. Ne? Vielleicht nochmal bei der Hausbank, aber die sagen dann in der Regel, pass auf, kümmere dich erstmal um dein Business und wenn du das im Laufen gebracht hast, kannst du in Immobilien investieren. Ne? So ist immer so die Aussage. Ne? Mir hat es damals auch nicht gefallen. Oder Bar kaufen halt. Ne? Evgeny hat eine Frage aus reinem Interesse. Mhm. Wenn ich nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann, wie verhält sich dieses, wenn ich nach 10 Jahren Mietverkauf durchführen würde, sind die Einkünfte dann auch steuerfrei? Das weiß ich nicht. Die Frage müsste ich mir notieren, das müsste ich dann mit dem Steuerberater besprechen. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist recht speziell, ne? Damit habe ich mich jetzt so noch nicht auseinandergesetzt, aber es wäre jetzt kein Problem, das herauszufinden. Johann, müsstest du mir das jetzt mal in Asana mal kurz rein kopieren? Mhm. Kopiere ich dir gleich mal raus. Genau, ne? Das ist kein Problem. Das nächste Mal. Genau. So, Firmen fragt, bekommt eine vermögensverwaltende GmbH einfacher eine Finanzierung, auch wenn der Cashflow noch sehr gering ist, paar hundert Euro monatlich? Nee, also eine vermögensverwaltende GmbH ist ja rein technisch gesehen nichts Besseres für eine Bank als eine Privatperson. Ne? Und im Prinzip ist es am Anfang ja auch fast das Identische, weil es wird ja jetzt keine Bank sagen, pass auf, du gründest jetzt eine UG, ja, mit 1 Euro Stammkapital, muss ja nicht eine GmbH sein, reicht ja, wenn du halt, also eine UG ist ja eine GmbH, der wächst bloß irgendwann zur GmbH, indem man 1/4 der Gewinne rückstellen muss, bis man das Stammkapital an der GmbH erreicht hat, aber auf eine UG ist ja schon das GmbH-Gesetz anzuwenden, aber das ist ja nur mal am Rande, aber es ist ja für die Bank mehr Aufwand, mehr Risiko. Na, das heißt, am Anfang ist es wirklich so, wenn du deine ersten Objekte da reinbringst, entweder bringst du sehr viel Eigenkapital mit, also wir sprechen hier von 40% plus, dass das Objekt als Sicherheit reicht, damit keine private Bürgschaft gezogen werden muss, dann spricht man hier vom Non-Rekurs-Verfahren, also regresslos. Gerade eigentlich für, sag ich mal, Ausländer wichtig, die halt, wo eine Bank halt in Deutschland sagt, wenn ich jetzt eine russische Gehaltsabrechnung habe und dann eine Pfändung hinschicke, kann ich es machen oder auch lassen.
Die müssen halt sich solcher Vehikel bedienen, wenn sie auch Fremdkapital aufnehmen müssen. Dann funktioniert das nur über die GmbH. Wenn in der GmbH keine stillen Reserven drin sind, ja, also bedeutet, du hast ja schon 20 Objekte drin, viel getilgt und bla, und alle wissen, die gehen nicht pleite, das ist genug Masse da, dann kannst du ja auch rein auf die GmbH finanzieren. Ansonsten bist du mit der privaten Bürgschaft dabei. Und da gucken sie sich wieder an, wie ist dein Kapitaldienst und so weiter, wie sind die Mieteinnahmen zu sehen, da rechnen sie die Mieteinnahmen aus der GmbH, fließen dir dann eigentlich auch privat zu, das wird dann da alles hin und her gerechnet und dann muss ich das alles auch noch tragen. Also im Prinzip ist es kein Unterschied. Bloß, dass einige Banken halt keine vermögensverwaltenden GmbHs finanzieren, weil die einfach sagen, ich habe keinen Bock, eine BWA zu lesen, ich habe keinen Bock, mir die Jahresabschlüsse reinzuziehen, ich will hier die Eigenheimer finanzieren und dann ist gut, ne? Wenig Risiko, weil, ist ja klar, ne? Also jemand, der jetzt 20 bis 30 Immobilien immer volle Lunte finanziert, das ist natürlich ein anderes Risiko für die Bank, als wenn da jemand, so ein Eigenheimler kommt, der halt für 400.000 da drin wohnt. Ne? Das ist schon krass. Ja. Deswegen, es machen nicht alle Banken mit. Deswegen würde ich sagen, also privat zu finanzieren ist erstmal leichter. Ne, die Frage ist immer auch dann, ab wie viel Einkommen lohnt sich das? Das haben wir auch im Blogartikel auf unserer Seite, Immobilienverwaltende Kapitalgesellschaft. Da haben wir das alles beschrieben, ne? Haben wir so eine Tabelle gemacht, wann lohnt sich die GmbH, wann lohnt sich das privat, wann soll man switchen und so. Ja, ein Video haben wir auch dazu von Till, ne? Das hier gerne mal anschauen. Die Finanzierung ist schwieriger. Vor allen Dingen, wenn man es dann rein auf die GmbH abstellen will. Und da stellen die Banken in der Regel eine kürzere Lebensdauer, als du privat hast. Ne? Also sie sagen, so eine GmbH hat so eine Lebensdauer von 20 Jahren, da soll der Kredit zurückgezahlt werden. Ne, bei uns ist es natürlich jetzt abhängig vom Alter, kann das aber auch schon mal mehr als 20 Jahre sein. Ne? 30, 40 Jahre, wenn es, ne, wir jungen Typen, meine ich ja nicht mehr, kann ja auch eine längere Laufzeit haben, bedeutet weniger Tilgung, ne? Längere Rückführung, was halt positiv ist. Ah. So, dann haben wir die nächste Frage von Jewgeni. Gibt es aus deiner Sicht Vor- oder Nachteile, wenn du die gesamte Warmmiete auf dein Konto bekommst und dann die Nebenkosten zurücküberweist oder lieber von der Hausverwaltung direkt die Netto-Kaltmiete bekommen? Das ist egal. Es gibt weder Vor- noch Nachteil. Spielt in der Regel keine Rolle. Kann sein, dass irgendeine Bank so blöd ist und denkt, du, das ist die Kaltmiete und du hast dann eine höhere Haushaltsrechnung, was ich nicht glaube, aber im Prinzip spielt es ja keine Rolle. Ja gut, du hast eine Buchung, die selber machen muss, ne? Genau. Also ein leicht erhöhter Aufwand. Ja, aber im Prinzip ist es ja, kommt das aber auf dasselbe bei raus, wenn man das alles sauber trennen kann, dann wieder ist alles schick. Alles klar. So, wir haben, glaube ich, einen neuen Namen. Robin Host H. hallo, welche zwei, drei Stadtteile sind in Leipzig für einen Wohnungskauf interessant? Schleußig und Plagwitz sind interessant, oder? Fragezeichen. Ja, grundsätzlich ist immer die Frage, es kommt ja immer auf das Konzept an. Ne? Also ich sag mal so, in den Stadtteilen haben wir natürlich jetzt schon Kaufpreise, wo man jetzt in der Buy-and-Hold-Strategie halt schon ein bisschen was drauf zahlt oder man kommt halt, hat eine besondere Quelle, wo man da an Objekte kommt oder ein spezielles Konzept. Aber für jemand, der halt einen guten Laden gern kauft, ist das dann das Richtige. Jemand, der zum Beispiel mehr auf Cashflow Wert legt, wäre vielleicht ein anderer Stadtteil das Richtige. Deswegen kann man das gar nicht so pauschal sagen. Weil im Prinzip ist es ja egal, es gibt keinen guten oder schlechten Stadtteil. Ich kann auch mit Plattenbau Geld verdienen. Ja? Also ich darf bloß nicht für den Plattenbau so viel zahlen wie für halt die Lage in Schleusig, ist nicht wichtig. Ne? Es ist die Frage immer, was für ein Konzept fahre ich, was für Fähigkeiten habe ich, was für ein Netzwerk habe ich. Und dann gehen ganz verschiedene Sachen. Deswegen so pauschale Aussagen würde ich da eigentlich gar nicht treffen wollen. Wichtig ist, dass du mit dem richtigen Konzept im richtigen Stadtteil unterwegs bist. Ne? Nicht, dass du jetzt zum Beispiel eine Modernisierungsstrategie halt im Stadtteil fährst, wo Plattenbauten sind. Ja? Also dass du von innen halt Holzdielen, Fußboden machst, super, super hübsch und ja, und die wollen da eigentlich für 3 Euro mieten. Ja, und du kriegst da keinen rein. Das ist eigentlich viel wichtiger, dass du dir Gedanken machst, was erwartest du von der Lage oder von wo du investierst. Das ist eigentlich viel wichtiger. Ne? Und dann, wie gesagt, muss man selbst wissen. Deswegen pauschal treffe ich da keine Aussage.
Johann, du schmunzelst, was kann ich tun? Ich musste gerade hier lesen. Evgeny schreibt: Johann, ich war beim letzten Stream leider auf Dienstreise. Hast du was von deiner Gangsterzeit erzählt? Was für eine Gangsterzeit? Also, ich habe keine Gangsterzeit. Also, ich glaube, ich habe einen Blödsinn gemacht wie jeder Jugendliche auch, aber ich habe keine Gangsterzeit. Ja, okay, zurück zur nächsten Frage, und zwar Kevin. Kann man Immobilien, die man noch tilgt, als Gegenwert für eine neue oder für neue Immobilien hinterlegen, also eine Art verschachteln? Ja, verschachteln, also man sagt, ja, wie sagt man, eine Zusatzsicherheit stellen, so nennt sich das. Und genau, da kommt es nicht nur auf die Tilgung an, also wie soll ich das erklären? Das wird jetzt ein bisschen technisch, weil wir müssen jetzt in das Thema Grundschuld reingehen. Ich hoffe nicht, dass jetzt alle aussteigen. Na ja, gut, dann haben wir früher Feierabend, ne? weil, ich sag mal so, nehmen wir an, du hast 100.000 Euro Kredit. Dann lässt sich die Bank ja auch eine 100.000 Euro Grundschuld eintragen. So, und jetzt tilgst du, aber die Grundschuld bleibt ja die gleiche. Was bedeutet das? Du könntest höchstens bei der gleichen Bank deine Grundschulden wieder zusatzabsichern. Weil wenn du zu einer anderen Bank gehst und Sie sagen, okay, ja, das Objekt ist 100.000 Euro wert, hat es ja nichts mit der Tilgung zu tun, weil die Bank steht da doch noch mit der erstrangigen Grundschuld mit 100.000 drin. Ne, weil du hast ja die Grundschuld nicht getilgt, so, darauf kommt es halt an. So, dann kommt das nächste Problem. Ich habe ja vorhin schon mal das angesprochen, dass eine Bank jetzt, wenn ich sage, ich habe 100.000 Euro Kredit und ich habe eine 100.000 Euro Grundschuld, dann sind das nicht die Kosten, die da entstehen können durch eine Zwangsversteigerung, Vorfälligkeitsentschädigung und so weiter. Deswegen bauen sich Banken durch die Hintertür in der Grundschuldsbestellungsurkunde, bauen die sich Nebenleistung ein, die sind meistens 5% und ein Grundschuldzins. Bedeutet, Nebenleistung 5% würde bedeuten nochmal 5.000 Euro extra und der Grundschuldzins, der ist meistens zwischen 12% und 20%, wächst die Grundschuld jedes Jahr um 12% an. Das heißt, im ersten Jahr 112.000, dann 125.000 und so weiter. Ne, damit sichern die sich halt ab, weil sie halt höhere Kosten haben. Ne? Die Nebenleistung ist meistens für die Vollstreckungskosten und der Grundschuldzins dann halt wirklich für Vorfälligkeitsentschädigung, Rechtsverfolgung und den ganzen anderen Quatsch. Bedeutet, wenn ich jetzt zu einer neuen Bank gehe, was ja wahrscheinlich der Fall ist, und sage, liebe Bank, willst du diese Zusatzsicherheit haben? Dann sagen die sicher, ja, wie viel muss denn das Objekt wert sein? Weil die erste Bank, die dein Objekt schon gemacht hat, die hat ja die erstrangige Grundschuld, oder die hat, ja, steht am ersten Rang, in Abteilung 3, und die hat natürlich 100.000 Euro Grundschuld und die ist sogar noch angewachsen. Das heißt, das Objekt muss exorbitant viel wert sein. Also das funktioniert in der Regel nicht. Man nennt es Kapitalisierung der Grundschuld. Was man machen kann, ist was von der erstrangigen Grundschuld abtreten. Ja, das heißt, du gehst zu deiner Bank hin und sagst, bitte trete mir diese freie Grundschuld ab, weil ich habe sehr viel getilgt. Dann muss die Bank aber auch mitmachen, weil sie muss ja auch dann sagen, er hat getilgt, aber wenn der Kredit jetzt ausfällt, muss ich trotzdem noch durch diesen verbleibenden Grundschuldbetrag, muss ich noch alle Kosten decken. Und dann wollen sie dafür natürlich auch Kohle haben, ne? Dafür, dass sie halt einer anderen Bank halt Teile ihrer Grundschuld abtreten. So, und dann kommt das nächste Ding, wenn du es verkaufen willst, dann muss ja die Bank, wo du die Zusatzsicherheit eingetragen hast, und du willst dein ursprüngliches Objekt, wo du das ja eingetragen hast, das bei einer anderen Bank ist, das willst du jetzt verkaufen, dann muss ja die andere Bank auch das Objekt aus der Pfandhaft entlassen, also zwei Banken. Ja, und es kann zu Problemen führen, muss aber nicht. Und in der Regel lassen sich dann die Banken einen Teil des Kaufpreises halt auf so ein Sperrkonto zahlen und genau. Und dann geben die das irgendwann frei. Womöglicherweise. Aber man muss halt nochmal eine zweite Bank fragen, ob man es darf. Ne? So. Alexander, nur dazu, ich denke mal, das ist zu der Frage, cool, alle zeitnah oder mit größeren Abständen? Ich denke mal, das ging um die verschiedenen Objekte, die man dann kauft. Aber es ist, vielleicht stellt der Alexander die Frage nochmal mit Kontext. Gerne nochmal ein bisschen umfangreich. Weil wir kriegen es natürlich hier etwas zeitverzerrter, ne? Weil wir zeitverzerrt bei den Leuten ankommen. Und dann ist es manchmal etwas schwierig, wenn so ein Satz eingeworfen wird, ja, ja. So eine Antwort. Ja, gerne nochmal, Alexander, dann gerne nochmal die Frage nochmal neu formulieren. So, momentan ist irgendwie, lustigerweise bin ich jetzt sehr, sehr Thema. Ich weiß nicht, was du mit Essener Clans hast, Evgeny.
Den nächsten habe ich übrigens nicht gewohnt, nein. Nur in der Gegend. Aber auch weiter weg. So, Leute, Fragen um die Fragen, weil wir sind ja jetzt schon 26 Minuten online. Und ich sollte hier nicht das Thema sein. Bei mir Probleme. Probleme bei mir ist. Das ist ich weiß nicht, welche Probleme du meinst. So. Wo bleiben die Fragen? Bevor Erik einschläft. Vielleicht angeschlagen, Leute. Hör mal schön Tee hier noch. Firmen. Wenn man privat Darlehen bekommt und man das zur Finanzierung als EK nutzt, wertet die Bank das als EK, muss man das überhaupt offenlegen? Das kann ich leider hier so nicht sagen. Also in der Regel gehen wir von der Schenkung aus. Das ist natürlich dann blöd, wenn da Darlehen draufsteht im Verwendungszweck und die Bank dann die Kontoauszüge der letzten 2 Monate sieht und dann steht irgendwo Darlehen drauf, ja? Ja, vor allem, wenn du ein Darlehen bei einer anderen Bank bekommst, Privatkredit. Naja, das war jetzt ja nicht Privatkredit, sondern das war jetzt von Familienangehörigen oder war das jetzt ein Konsumentenkredit? Ja, das hat er nicht dabei geschrieben. Aber ja, weil ich meine, Konsumentenkredit wäre jetzt eh kritisch, weil da steht ja eine Schufa drin, das sieht ja die Bank, das muss ja auch mit angeben, der wird ja sowieso mit angesetzt. Es gibt auch zum Beispiel Banken, die so ein Modell fahren, 90% Finanzierung, 10% über Hanseatic, Ratenkredit. Gibt's alles, ne? Und da gibt es einige Banken, die fahren so ein Modell, andere Banken wollen das nicht sehen, ne? Aber auf jeden Fall, auch wenn das, mit Hanseatic finanziert wird, wollen die in der Regel trotzdem die Kaufnebenkosten sehen. Ne? Übrigens, wer hat das nochmal gerade geschrieben? Das war vorhin. Ach, der Alexander hat vorhin geschrieben, aber ich glaube, das war ja niemand anderen gerichtet. Habe heute mit meiner Bank gesprochen. Vielleicht wäre das was für dich, beziehungsweise für die Deutsche Bank vergibt sehr, sehr preiswert Darlehen. Müsst ihr mal auf der Webseite schauen. Ja, ja, also Deutsche Bank ist auf jeden Fall momentan vorne mit dabei. Ich hatte jetzt das Heftigste, was wir heute für einen Investor gemacht haben, 1,2%, 15 Jahre voll finanziert. Oh, tatsächlich, sorry Firmen, das privat habe ich tatsächlich überlesen. Er hat privat eingeschrieben. Genau. Ja. Muss mal gucken, wenn denn die Bank halt Kontoauszüge sehen will, was dann im Verwendungszweck steht, ne? Also, nur wenn ich Gelder hin und her schiebe, dann mache ich das eigentlich ohne Verwendungszweck. Aber was ihr macht, müsst ihr ja selbst wissen. So, Kevin, Erik, welche 2 bis 3 guten Städte siehst du zum Investieren? Man redet mittlerweile ja von Leipzig. Also wir sind ja auch von Hamburg nach Leipzig gezogen. Vor 2,5 Jahren, 2 Jahren. Entschuldigung. Weil wir hier auch nicht mehr so den Dealflow darstellen konnten aus Hamburg. Na, das heißt, ins Auto setzen und nach Leipzig fahren, war dann auch schon nicht möglich, um an gute Deals zu kommen. Also das ist halt schwierig, ne, als Externer. Ne? Würde ich auch sagen, das wird Leipzig schwer, ja. Aber 2 bis 3 gute andere Städte zu investieren, siehst du jetzt aktuell nicht. Ich meine, es ist doch schwierig, ne? Hat der Paul auch oft schon. Ich kenne nicht alle Städte. Standortanalyse, auch eine Videoreihe. Genau. Sollt ihr euch auf jeden Fall angucken. Da wird auch einiges klarer. So. I am Hypes. Fragt, das ist auch wieder ein neuer Name. Morgen, denkt ihr, Leipzig und Erfurt haben viel Potenzial? Gruß Hannes. Ja, Potenzial schon. Klar, die Makrodaten, ich habe ja auch wirklich das Video Standortanalyse gedreht. Da kann man sich das mal anschauen, da habe ich ja Leipzig komplett analysiert. Mhm. Und da kann man sich das mal anschauen, ich denke schon. Jetzt muss ich mal was zu trinken holen, weil dein Hals so trocken ist. Entschuldige mich mal. Mhm. Erfurt, da hast du, glaube ich, habe hier ein bisschen rein geguckt, ne?
Ich habe ja fast 2 Jahre in Erfurt gearbeitet. Eine Zeit lang. Also ich weiß nicht, Erfurt? Das ist so eine Frage. Deine Frage übersehen, Evgeni, warte mal, ich schaue gleich. Oh, tut mir leid. Nee, warte mal. Nee, gar nicht wahr. Deine Frage kommt jetzt als nächstes. Oder? Nee, doch. Tatsächlich. Ich hab's überscrollt. Die kommt dann als nächstes. Wieso? Wieso? Naja, sagen wir mal so, das mit Erfurt ist eine längere Geschichte. Ist aber nichts Gangstermäßiges. So. Jetzt scrollen wir mal zu der Frage von Evgeni und warten eben kurz auf Erik. Da war noch Prost. eine Frage von Evgeni, die habe Ja. ich überscrollt aus Versehen. So, Evgeni sagt mal Spaß beiseite. Ich habe gehört, dass ab einem bestimmten Portfolio und dessen Performance die eigene Haushaltsrechnung in den Hintergrund tritt. Ja gut, wenn du jetzt extrem hohe Mieteinnahmen hast, dann klar, dann ist das so. Trotzdem wird immer eine Haushaltsrechnung erstellt. Ja, aber wenn du jetzt ja, wenn du halt 10.000 Euro Mieteinnahmen hast und 2.000 Euro Gehalt, ja, dann ist klar, ne? Trotzdem macht eine Bank immer eine Kapitaldienstrechnung. Der Alex, also ich weiß nicht, ob Alexander uns meinte, er fragt, wie geht's euch? Den Umständen entsprechend, ne? So. Evgeni hat auch nochmal gefragt, hier 1,2% von 100% Finanzierung? Fragezeichen. 15 Jahre Laufzeit. So. Der Robin schreibt 1,09 EFF Sparkasse Hilden-Ratingen Velbert heute abgeschlossen, 100% über Check24 vermittelt. Und welche Zinsbindung? Sparkasse Hilden Velbert Ratingen. In Velbert hat mein Vater mal gearbeitet. Haben wir auch mal was mit denen gemacht. Da haben wir, glaube ich, in Düsseldorf finanziert. Da hat die Sparkasse das gemacht. Krass. Hilden-Rating. Okay. Hier in Leipzig oder was? Nee, in Düsseldorf haben wir was gekauft. Ach so, okay. Genau. Weil die, ja so, weil die überregional ungern finanzieren, ne? Nee, Also genau. Sparkassen und so. So, warte mal, jetzt gucken wir mal, was kam da? 15 Jahre Zinsbindung, sagt Robin. Das ist gut. Guter Zins. Sehr gut. Also. So, Firmin, meine Haushaltsrechnung ist besser als das von der Bank angenommen. Gibt es eine Möglichkeit, die Bank von ihren Vorgaben abzubringen, um bessere Konditionen zu bekommen? Schwierig, weil die Haushaltsrechnung ja in der Regel auch nur was ist, was passen muss. Ja, das heißt, viele Banken sagen ja Minimum 200 Euro Überdeckung, andere sagen schwarze Null, andere sagen Minimum 500 Euro. Aber das ist eher so ein Kriterium, kommt der durch die Haushaltsrechnung oder kommt der nicht durch die Haushaltsrechnung? Ne? Genau, also deswegen wird sich da der Zins in der Regel nicht verbessern. So, und ich sage mal so, die Bank hat da ihre Vorgaben. Manche sagen, okay, du kannst an den Kontoauszügen belegen, dass du günstigere Lebenserhaltungskosten hast, aber viele machen sich die Arbeit da nicht. Ne? Setzen die Pauschalen an und dann muss das passen. Ich glaube, die Sparkasse Hilden-Rating, die waren tatsächlich so, dass sie 12 Monate Kontoauszug sehen wollen. Ungeschwärzt. So, Evgeni, das ist gut zu wissen mit den 1,2%. Habe am Montag die nächste, oder das nächste Finanzierungsgespräch mit der Bank. Schauen wir mal. Ja, wir drücken mal die Daumen, ne? So, ein Hype schreibt noch, fast unglaublich. Wahrscheinlich auf deine Antwort. Ja, mit
Erfurt, beziehungsweise Leipzig und Erfurt. Aber Erfurt hattet ihr bisher noch gar nicht. Nee, Erfurt haben wir nicht, nicht im. Wir haben ja damals Berlin, Leipzig, Dresden rausgetrüffelt. Und sind jetzt halt noch in Leipzig und Dresden unterwegs, weil es halt noch mit Konzepten kann man noch sehr gute Geschäfte machen. Und solange das halt auch geht, gucken wir uns auch gar nicht weiter um. Ne? Weil wir ja hier vor Ort sind und das für uns leicht erreichbar ist. Ich sehe jetzt keinen Grund momentan, andere Standorte erstmal zu analysieren, aber da wird es in Deutschland sicherlich das eine oder andere geben, was interessant ist. Ich sag mal so, Erfurt ist ja auch nicht so die große Stadt, auch wenn es die Landeshauptstadt von Thüringen ist. Also ich war, als ich das erste Mal da war, etwas enttäuscht. Wobei, vielleicht ändert sich ja noch das bei Erfurt, wenn jetzt die Chinesen da die fette Batteriefabrik bauen, weil die wollen etliche Leute einstellen. Vielleicht wird sich da... Letztendlich kann ich wirklich nur empfehlen, Standortanalyse, das haben wir ja so aufgebaut, dass man es selbst analysieren kann, dass man sich das anschaut und dann schaut, so wie sind so die Makrofaktoren und dann muss man sich natürlich auch vor Ort auskennen. Ne? Man muss halt sagen, ich kann da hinfahren oder ich habe da einen Experten vor Ort oder was weiß ich. So dass man auch an die guten Angebote kommt und nicht, sag ich mal, das also an die Resterampe, sag ich jetzt mal. Ne? Übrigens, Robin sagt, die Sparkasse will nur 3 Monate sehen. Ja, gut, bei uns ist es aber auch schon lange her, ne? Also ich glaube 2015 war das. Also 2015, wo wir finanziert haben. Ne? Das ist schon ein Weilchen her. Genau. Dann haben wir noch was in Düsseldorf gemacht. So, Almheit schreibt, oder Hannes ist es ja. Werde ein duales Studium Immobilienwirtschaft machen und habe durch seinen Vater wahrscheinlich schon Erfahrungen mit Immobilien. Denkt ihr, das hilft bei Banken? Nee, glaube ich nicht. Nee, ich glaube, also die Frage ist immer, wenn du jetzt nicht durch die Haushaltsrechnung kommst, wenn du einen Schufa-Eintrag hast oder wenn du zu wenig Einkommen hast, dann heilt das nicht, dass du Ahnung von Immobilien hast. Letztendlich werden die ja sehen, was du einkaufst. Ja, also darum geht es ja. Du kannst ja auch als Immobilienmensch halt auch schlecht einkaufen. Ne? Die müssen halt gucken, wie sind die Beleihungswerte, wie ist die Haushaltsrechnung. Das sind alles harte Kriterien. Ne? Also wenn du gegen so ein hartes Kriterium verstößt, dass die mit der Beleihung nicht hinkommen, also wenn der Objektwert nicht passt, ne, die Kreditsicherheit nicht ausreicht oder die Haushaltsrechnung zu eng ist oder dann Schufa-Eintrag ist, dann wird es halt schwierig. Ne? So, und dann ist das nicht unbedingt jetzt was, wo die sagen so, ach ja, du hast einen Schufa-Eintrag, aber du kommst aus der Immobilienbranche, ist schon okay. Oder Haushaltsrechnung 500 Euro minus, aber du kommst aus der Immobilienbranche. Ne? So, das ist halt schwierig. Ne? Das glaube ich nicht. Also da, ihr müsst wissen, Banken haben Kreditrichtlinien, ja. Also das muss man vielleicht mal sagen, weil viele denken so, das ist so das ganz krasse Persönliche und so weiter und individuell abgestimmt, das ist es ja nicht. Banken haben Kreditrichtlinien. Daran müssen sich Kreditsachbearbeiter halten. Und wenn etwas gegen die Kreditrichtlinien verstößt, muss das von der oberen Etage mit abgesegnet werden. Und warum sollte das ein Kreditsachbearbeiter machen? Ja? Warum sollte er da, sag ich mal, seinen Arsch aus dem Fenster halten vor euch und möglicherweise eine Kündigung riskieren, weil er außerhalb der Norm halt arbeitet? Ne? Für die ist es Beste, wenn ihr innerhalb der Norm seid. Wenn ihr Kreditanträge erzeugt, die halt schlüssig sind, wo die 6 Haken hinter machen können, das ist gut. Und wenn dann hinterher ein Kredit ausfällt, die Revision geht darüber und der hat innerhalb der Kreditrichtlinien gearbeitet, dann ist okay. Und wenn er außerhalb der Kreditrichtlinien gearbeitet hat, ne, bedeutet, er hat eine negative Haushaltsrechnung, trotzdem angenommen, dann kriegt er ein Problem. So, der Alexander denkt, dass durch die Zinsen demnächst wieder ein Hype im Immobiliensektor ausbrechen wird. Ja, wir haben halt Anlagedruck, das Geld muss irgendwo hin. Das geht auf jeden Fall nicht in die Wirtschaft, nicht in den Konsum. Na, man merkt es auch in den USA, das habe ich auch gerade einen Artikel gelesen, dass die zusätzliche Liquidität halt von den Unternehmen halt nur noch dafür eingesetzt wird, Aktien zurückzukaufen. Also es gibt anscheinend keine Investitionsobjekte mehr. Nichts, wo man sinnvoll das Geld hinbringen kann. Also es ist schon krass. Ne? Also so, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne? Also so krass wie, das Geld ist überall. Ja? Du bist schon heute totgeschmissen damit. Ne? Das hatten wir auch noch nie so gehabt. Ne? Ja, das ist halt krass. Es versucht natürlich irgendwo noch hinzugehen, wo es noch was gibt. Ne? Das sind momentan halt Immobilien, ne? Weil es war ja so, die erste Horde, die ist halt vom Tagesgeld in Staatsanleihen, also Rentenpapiere gegangen, dann ging das weiter zu Aktien und dann sind die nachher irgendwann bei Immobilien gelandet, ne? Und haben, sind immer mehr Risiken eingegangen, um überhaupt noch mal 1-2% Rendite zu erwirtschaften. Ne? Das ist halt so. Ne? Und klar, wenn du jetzt
Ja, wenn jetzt die EZB da noch weiter drauf drückt halt und die Zinsen da an den Staatsanleihenmärkten oder Unternehmensanleihen, Aktienmärkten natürlich noch weiter runtergehen, haben wir natürlich ein Problem. Dann geht das alles in Immobilien rein. So ist das. Sieht man ja auch, dass die irrwitzigen Preise, ne, da draußen ist. Verdient ja am Ende des Tages keiner mehr mit Geld. Also Evgeny hat übrigens geschrieben, ja, mit dem ganzen ICE-Hauptbahnhof ändert sich das jetzt auch gerade. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auf Erfurt bezogen, Genau. denke ich mal. Gehe ich mal von aus. So, Firmen, ich schaffe einfach nicht den Schritt zur ersten Immobilie. Die Umstände passen alle. Habt ihr Tipps? Im Urkunden. Objekt suchen, analysieren, wo und. Genau, also eigentlich so wichtig ist, dass man halt sich das Wissen halt aufbaut, um sich sicher zu fühlen. Ne? Also ich sage ja auch nicht zum Nichtschwimmer, wie jetzt lass mal aus dem Ozean rausfahren und dann Sprung ins kalte Wasser, weißt Schwimmer an Land. du? Ne? Sondern weil es geht ja da um krasse Kredite und so weiter. Man muss sich schon vorher sicher fühlen, recherchieren, Know-how aufbauen, ne? Das ein oder andere Seminar besuchen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die Seminare anbieten. Soll es ja auch noch andere geben, die das ganz gut machen. Und genau, wenn man sich dann sicher fühlt, dann muss man halt den Schritt auch mal gehen, wenn man das was rausgetrüffelt hat und nochmal zugreifen. Und dann ist gut. Ne? Aber viel Selbstsicherheit kommt durch Wissen. Und natürlich, klar, wenn du jetzt natürlich ein übelst ängstlicher Mensch bist, ja gut, dann musst du zum Psychiater gehen. Ne? Da musst du dir dann irgendwie helfen, dass du da mehr Selbstsicherheit hast, dann um auch am Ende des Tages eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, passt alles. Und ich sage mal, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also meistens hat irgendein Objekt irgendwo vielleicht einen kleinen Haken. Na, da muss man sich überlegen, will ich das, kann ich das ausgleichen und so weiter, weil den Neubau mit 7% Mietrendite gibt es halt nicht. Ja, Angst vor Fehlern ist schlecht. Ja, man sollte jetzt nicht. Ja, nur die Angst, ne? Wir hatten ja auch letztens drüber gesprochen. Ja. Man soll jetzt nicht unbedingt Fehler machen, ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Absichtlich jedenfalls nicht. Genau, weil manche sagen ja, Fehler machen ist gut, aber ist gar nicht gut. Und man sollte bloß keine Angst haben, Fehler zu machen. Ne, weil wenn jetzt meine Ambition ist, besonders viele Fehler im Immobilienbereich zu machen, dann kann ich morgen auch gleich Insolvenz anmelden. Ne? Macht also keinen Sinn. Besser ist, sich gut vorzubereiten, Fehler zu vermeiden, aber auch keine Angst davor zu haben, dass man Fehler macht, weil dann zieht man das dann auch ein bisschen an. Ne? Das ist mehr so ein Mindset-Ding. So, ich muss mal hier gerade durchscrollen. Also, ihr wirbt gerade eine Zweiraumwohnung in Erfurt, nehme ich an. So, da. Kevin, fragen wir mal: Befristete Verträge sind auch ein K.O.-Kriterium, oder? Kommt auf die Anstellung an. Es gibt ja zum Beispiel Branchen, wo andauernd mit Befristung gearbeitet wird. Ich glaube, bei einigen Lehrern zum Beispiel, Ärzten, das ist kein Problem. Muss man sich mal genau anschauen. Die Ärzte kriegen ja wahrscheinlich einen befristeten Wir nochmal was zu trinken. auch noch Gutsgehalt. Genau, aber die haben die ersten 3 Jahre, sind die irgendwie Assistenzarzt und auch nur befristet oder sowas. Ne? Naja. Der Arthur ist da. Moin, Arthur. Gibt's noch Fragen? So. Waren wir stehen geblieben? Also Befristung kann K.O.-Kriterium sein, muss aber nicht. Ne? Okay, der Robin O., der fragt: Kollege hat in dem größten Industriedenkmal in Leipzig-Plagwitz zugeschlagen. 2,5 Zimmer, 67 Quadratmeter für 136 1.000 € plus Makler. Guter Kauf, deiner Meinung nach? Ja, kann man immer schwer sagen, ne? Müsst ihr mir alle Daten anschauen. Muss man dann alles sehen, ne? Ich sag mal, Immobilien ist nichts gut oder schlecht, sondern muss alle Unterlagen anschauen, alle Cases durchrechnen, muss ich und dann individuell schauen, okay, ist es was Gutes oder nicht, ne? Ja, es ist nicht so leicht, wie man, also es ist auch nicht wirklich so simpel, ne? So ist es. Einfach viel zu viele Kriterien beachten. Genau. Das ist eine Frage, ist halt immer etwas schwierig zu beantworten. So, Alexander handelt wie Arnold Schwarzenegger, einfach machen und Probleme lösen, wenn sie auftreten. Der Arthur, wie geht ihr mit Mietern um, die vom Amt die Miete bezahlt bekommen? Hohes Risiko oder wie seht ihr das?
Ich meine, ähnliche Fragen hatten wir auch sogar schon mal. Ja, also grundsätzlich haben wir das Mieterklientel gar nicht, weil wir ja eher in guten Lagen kaufen, ne? Vor allen Dingen leerstehende Wohnungen und die dann aufpimpen. Deswegen haben wir da gar nicht so einen Schwerpunkt drauf. Es ist ja nicht mehr so, dass das Amt, glaube ich, die Miete direkt zahlt, sondern dass das auf Wunsch des Arbeitslosen dann auch zu ihm geht. Und genau, was der dann damit macht, ja, ist so die Frage. Ne? Ich weiß auch nicht, wie der das abwohnt. Also muss man auch wieder alles schauen. Ne? Also wir haben ja ein Prüfsystem und wir hatten halt einen Hartz-IV-Empfänger und der war halt, Prüfung war dann halt Rotscore. Ne? Ja. Wie man sagt, Leute, eine Sache kann man sich ja nicht mit anhören. Das wird Robinho gesprochen, wie der Fußballer. Ja, da bist du leider bei mir auf der falschen Stelle angetroffen, weil ich habe vom Fußball überhaupt keinen Plan. Aber gut zu wissen, danke für den Tipp. Das kann man ja nicht unbedingt zwingend immer wissen. So, Leute, wie sieht's aus? Fragen über Fragen. Ich denke mal, ja. Eine Stunde voll oder? Nö. Ja? Also ich würde sagen, wenn jetzt noch ein, zwei Fragen sind, machen wir die zwei Fragen und genau. Dann. Deine letzten zwei Fragen jetzt noch und dann. Genau. Es kann nämlich auch sein, dass wir die nächsten zwei Wochen gar nicht da sind. Gibt es eine Sommerpause? Kurze Sommerpause, weil ich bin auch nicht da. Und ja. So. Da haben wir doch schon direkt was. Ich traue mich derzeit nur an vermietete Wohnungen. Ist Leerstand denn besser? Ja, das kann man pauschal auch nicht sagen. Es kommt wieder aus dem Konzept an. Jetzt in der ländlichen Region ist Leerstand natürlich schlecht, weil ich habe lange Vermietungszeiten. Und wenn ich Buy and Hold mache, also gar nicht modernisiere und gar nicht aufwerte, dann bringt das mir gar nichts. Mir bringt das nur insofern was, wenn ich zum Beispiel im Top-Stadtteil, wo eine Bestandsmiete halt noch niedriger ist, weil da eine krasse Entwicklung war, wenn ich da natürlich dann mit einer modernisierten oder sanierten Wohnung reingehe, wo dann Leute bereit sind, auch mehr zu zahlen, weil halt eine hohe Nachfrage ist, da macht das dann Sinn. Ne? Ansonsten macht es keinen Sinn. Und ich kann halt modernisieren, die Modernisierungskosten halt frontab mitfinanzieren und habe natürlich keine kalkulatorische Instandhaltung für Sondereigentum. Ne? Weil da muss ja dann erstmal nichts gemacht werden drin. Das ist ja dann komplett saniert. Weil es vergessen ja viele Leute zurückzustellen, für Sondereigentum einfach, dass mal was gemacht werden muss. Ne? Und frontab kann ich das dann halt mit der Bank mitfinanzieren und dann halt auch noch mir ein bisschen Steuern zurückholen, wenn ich es richtig mache. So, letzte Frage. Der Kevin will sich bei der Bank zitieren. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, das ist immer schlecht zu, hier herauszufinden. Ja, Leute, letzte Frage. Noch habt ihr die Chance. So, was sagt ihr zu Fix and Hold? Also schlechte Wohnungen fixen und dann halt alles abschreiben, aber dafür gut vermieten. Ja, wir nennen es ja kaufen und entwickeln. Und das ist eigentlich unsere Lieblingsstrategie. Ne, weil das, was wir hochwertig schön sanieren, das halten wir dann auch und wollen ja auch hinten raus. Mir nützt es ja nichts, wenn ich 100 Euro Cashflow positiv bin oder das heißt, wenn ich 50 Euro Cashflow negativ bin, ist ja auch okay, aber am Ende dann 50, 60, 70.000 Euro steuerfreien Verkaufserlös mir einstecken kann. Darum geht es ja. Deswegen wollen wir das halt, halten wir das ja auch, ne, um dann halt die steuerfreie Veräußerung zu nutzen. Deswegen fix and hold oder entwickeln und halten ist eigentlich unsere Leibspeise. Ja, sieht man ja auch eigentlich in den Vlogs. Ne? Genau, einfach alle Vlogs mal anschauen und dann sieht man, dass wir das machen. So, vielleicht eine letzte interessante Frage. Ja. Wie bekomme ich denn die Nachfrage in einer Stadt heraus? Über Immobilien-Scout zum Beispiel. Na, da siehst du ja auch Nachfrage nach Wohnraum jetzt oder Kaufangeboten. Ja, da sieht man einfach, wir haben ja dieses Tool geomap.immo und da sieht man ja zum Beispiel, wie lange die Inserate zu welchem Preis halt drin sind. Da sehe ich halt, wenn wir lange Inserierungszeiten haben, dann weiß ich natürlich, dass die Nachfrage eher gering ist. Ist das dann, ne? Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Vielen Dank. Es war mal wieder ein Vergnügen. Und dann würde ich sagen, seht ihr Paul auf jeden Fall nach der Sommerpause wieder. Spätestens. Und ja, freue mich, wenn was Nützliches dabei war. Und ja, vielleicht sieht man sich dann ja auch nochmal
bei dem einen oder anderen live. Auf Wiedersehen!